Liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und ja, ich habe ein paar Groudon-Raids gemacht. Kyogre natürlich auch, um genug XL endlich zu haben. Jetzt kann ich es auf Level 50 pushen. Und das machen wir auch gleich. Groudon wird heute unser Star im Lead. Und die Protomorphose natürlich auch gleich zum ersten Mal. Und über 6000 WP, das ist schon echt krass. Es sieht so cool aus. Groudon. In Shiny natürlich noch besser. Also hier hätte ich gerne echtes Shiny gehabt. Genauso wie bei einem lieben Kai. Aber dafür habe ich ja einen Shando Rayquaza gefangen. Das entschädigt auch quasi alles. So. Und zwar habe ich Groudon, Dialga und Palkia. Ich sehe gerade, bei Dialga fehlt der Best Buddy. Tut mir leid, ihr Hut, Sir. Ich muss dich mal kurz austauschen. Wir nehmen Dialga rein. So. Und mal gucken, wie sich das die macht. Ja, Kyogre vorne ist doof und hier dieses Gyarados ist auch doof. Also Mega Gyarados. Ansonsten hat Groudon eigentlich gute freie Fahrt gegen fast alles. So, gegen Sparky 62. So, Groudon gegen, ja, Mega Gyarados, das war klar. Ja, das Gute ist, die spielen das erstmal immer mit Feuer-Odem. Wir holen uns Energie. Aber wir konnten Seishun rauslocken, was Schönes. Mir reicht hier tatsächlich ein Schildvorteil. Wir haben die Fee rausgelockt. Einen Nahkampf können wir durchlassen und wenn er zu gierig wird. Nein, wird er nicht. Ist in Ordnung. Wir lassen die Wechseluhr ein bisschen runterticken. So, hier kommt jetzt der Feuerschlag. Der reicht, ja. Haben wir eine Abgrundsklinge ready? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich springe sofort rüber, oder? Okay. Das geht aber sowas von klar. Hier werde ich auch nicht schilden. Denn er muss eh einsetzen. Genau. Wir holen uns saftig, schmaftig hier Energie auf 100, gehen wir. Und er muss ja auf Draco gehen eigentlich, ne? Ja, wir können hier schilden. Das Schweif kommt, jo. Und richtig gut Energie nochmal. Setzen jetzt ein. Wir gehen immer auf Abgrundsklinge. Wir ködern nicht. Genau. Weil mit Köder hätten wir es verloren. Hätten wir jetzt einen Feuerschlag gemacht, hätten wir es wahrscheinlich verloren. Und so habe ich noch ein Schild, hätte noch eine zweite Abgrundsklinge erreicht. Und die Animation ist ja mal echt geil gelungen von Niantic. Auch die Ursprungswoge von den lieben Kai. Ursprungswoge werden wir aber morgen nicht im Video sehen. Ja, morgen, Spoiler, kommt Kyogre. Will ich auch mal ausprobieren in der Protoform. Oder Brot. Ne, Protoform ist richtig, ja. Und ja. Mal gucken, wie sich das dann morgen macht. Aber mit Surfer, weil Surfer ist hier im PvP besser. Weil sonst hat Kyogre nur fette Attacken. Obwohl, man kann Ursprungswoge und Donner mittlerweile gut spielen.
Ja, das ist ein perfekter Lied. Das ist ein sehr guter Lied. Wir haben Drachen hinten. Wir machen keine halben Sachen, wir gehen gleich auf Abgrundsklinge. Er schält einfach, okay. Na, die Scham drücken schon. Die Scham drücken. Genau, Spukball wird geschildert. Und ich denke und hoffe, dass kein Schammer mehr reinkommt. Ich hoffe es einfach. Oh, ich hoffe, es reicht für ein Farmdown. Ja. Wir machen gleich Abgrundsklinge, gehen nochmal raus in Dialga dann. Ja, er musste das respektieren. Ich werde hier schön, falls es ein Fokusstoß ist. Jetzt kommt der Eisenschädel. Der sollte schon eigentlich fast reichen. Und du schaffst nichts mehr. Perfekt. Was kommt rein? Eigentlich. Das haben wir schon gewonnen. Eisenschädel überlebe ich nämlich noch. Ich komme eher zum Draco. Und ab dafür. Palkia hat gerade freigenommen. Okay, er hat aber auch kein, sag ich mal, so gutes Dialga genommen. Also, meiner Einschätzung nach, meine persönliche Einschätzung, das ist nur meine Meinung. Dialga ab 98, also ein 98er nehmen, was wie ein 100er ist, das kann man machen. Aber darunter würde ich Dialga mittlerweile nicht mehr nehmen. So, okay. Wir holen uns erstes Mal hier wieder Energie. Und rüber. Schade, wieder nichts abgefangen. Aber wir haben das hier rausgelockt, was richtig und wichtig ist. Stalobor. Ah, er muss noch einmal einsetzen. Oder auch nicht. Aber den Draco muss er respektieren. So. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich glaube, ich setze hier gleich ein. Okay, ich hätte auch noch mal einmal Energie holen können. Ah, wechsel das noch nicht rum, schade. Ja, er setzt ein. Ah, er hat die nächste. Gehen auf die Abgrundsklinge. Okay. Oh, sehr schön. Ja, das ist definitiv gewonnen. Gut, dass du nicht geschildert hast. Und Groudon kann es wieder mal beenden. Das ist echt stark, das Groudon. Witzigerweise gewinnt jetzt Groudon gegen Togekiss. Vorher Groudon immer gegen Togekiss quasi verloren. Also es war zwar knapp, aber jetzt, da er ja jetzt
Feuerstep ist und auch Charm resistiert. Das ist das Gute bei Groudon in der Protoform, dass er jetzt auch den Feuertyp dazu bekommen hat. Das ist richtig gut. Das macht Groudon noch eine Ecke stärker. Weil Feuerschlag halt Step hat und jetzt richtig Schaden auch böllert. Und ja, ihr seht das, Führung verloren, aber Groudon ist das egal. Ich hätte auch zur Not noch auf Palkia abfangen können. Die nächsten Nassstrife. Hier hätte ich jetzt gerne Drachenrute, aber ist in Ordnung, Tatsache. Wir gehen in Jäger. Okay, du hast einen Groudon. Das ist interessant. Ah, hier hätte ich auch auf Eisenschädel gehen können, ne? Ja, hier hätte ich auf Eisenschädel gehen können. Wir werden hier nichts schilden. Genau. Weil du brauchst noch einen Feuerschlag. So, wir lassen die Wechseluhr runterticken. Das wird noch schwierig. Ich hätte auf Eisenschädel gehen müssen. Ja, natürlich werde ich hier jetzt ein Schild reinhauen. Genau wegen der Attacke, ja. Jetzt mache ich meine Abgrundsklinge. So, jetzt warte ich, bis er mich hier... Okay. Ich wollte gerade sagen, bis er mich hier abschwächt. Oh, der hat gesessen. Wollte ich gerade sagen, du schaffst hier nichts mehr. Ich muss hier nur auf Nassschweif gehen. Ich werde hier auch nicht schilden. Breitseite tut weh, ja. Aber trotzdem, reicht nicht. Rayquaza hat zwar einen harten, starken Angriff, aber ja, die Verteidigung ist halt nicht so gut, ne? Das Palk ja noch ein bisschen robuster. So, Kefklerke. Okay, schlechter Lied, aber darauf sind wir eingestellt. Wir können uns hier keine Energie besorgen, weil Wasser macht schon genug Schaden. Aber dass du uns hier Energie zukommen lässt, das ist interessant. Hinten haben wir noch Palkia. Nahkampf müssten wir noch überleben. Deswegen schäde ich nicht. Ja. Er kann mich aber runterfarmen. Okay, dann hätte ich vielleicht doch schäden sollen. So, das Schlimmste, was hier kommen kann, ist auch ein Nahkampf, ne? Ja. Ah, wir kriegen noch eingedrückt. Ich will aber mit viel Energie hier rauskommen, dass ich noch später eine Attacke habe. Das Gute ist, wir haben Schildvorteil, ne? So rüber.
Ein Schild, aber das Problem ist, unser Groundon ist zu geschwächt. Ja. Wir kriegen keine Klinge mehr hin. Das wird leider jetzt eine Niederlage mit zwei Schilden. Oh, hätten wir hier die Abgrundsklinge noch geschafft. Ja, der eine Nahkampf von... Wie heißt es? Oh, wie heißt es denn? Seishin hätte nicht mehr sein müssen. Ein Nahkampf, kein Problem, aber bei zwei wird wieder kritischer. Aber wir kriegen Schlurp als Belohnung, was auch sehr schön ist. Ich bin auf die Raids nächsten Monat gespannt. Leaks haben ja gesagt, Regi Drago und Regi Eliki. Die werde ich natürlich dann auch raiden, wenn die gute Attacken haben. Und bin natürlich auch gespannt, ob die auch gut für die Meisterliga sind. Ihr wisst ja, Meisterliga ist meine Liga. Also da spiele ich eigentlich immer am besten. Da kann ich die Pokémon auch am besten einschätzen. Bloß jetzt mit den Mega-Entwicklungen, mit den ganzen, da muss ich erstmal mich zurechtfinden. Ah, mit Groudon geht's eigentlich. Ja, hier können wir uns Energie holen, wenn du nicht gerade Kaskade bist. Rüber. Oh, ich wollte eigentlich in Dialga gehen, ne? Egal, wir haben richtig viel Energie. Ah, ich hätte einsetzen sollen, ne? Okay, ich kann noch einsetzen. Naja, Seishin haben wir rausgelockt, was gut ist. So, Feuerschlag kommt. Reicht auch aus, perfekt. Nemeteil, das will ich hier sehen. Melmetal will ich sehen. Wir gehen sofort auf Abgrundsklinge. Abgrundsklinge. Okay, leider Schild. Okay. Ja, du musst auf Knirscher hier gehen. Was das Schöne ist. Haut natürlich gut rein. Wir gehen auf Draco. Okay, du schildest, okay. Ist mir aber egal. Ja, die Attacke reicht nicht, ne? Oder reicht die? Wenn die reicht, wäre perfekt. Ich hätte auf Abgrundsklinge gehen sollen, ne? Aber du schaffst nur eine Attacke. Was das Schöne ist. Und eine Attacke kann ich hier von Melmetal durchlassen, ja? Schön, dass du mit Melmetal reingegangen bist. Ja, ich verstehe die Idee dahinter, dass du dein Garados quasi schützen wolltest. Aber das hat mir die Möglichkeit gegeben, den Wind zu holen. Weil ich dann mit Dialga gegen Garados kämpfen konnte. Und den zweiten Schild ziehen konnte. Na, hätte ich Eisenschädel gemacht, dann hätten die Feuerode mehr gemacht und der Feuerschlag hätte gereicht. Dann hätte ich nicht mal schilden müssen.
Naja. Aber die Führung klappt. Aha. Wir gehen in die Jäger. Ja, ich schilde nicht. Wir gehen auf Draco gemütlich. Okay. Okay, das ist Pike, ja. Interessant. Dann gehe ich in meinen Pike, ja. Hast du dreifach Wasser? Hast du dreifach Wasser? Schilder einmal. Nein, du hast noch Dragonan. Ah, krieg ich noch ein Nassreifen? Nee, ne? Doch, krieg ich. Das ist gut. Wie viel macht eine Drachenklaue? Du hast Palkia ja hinten noch. Du hast Palkia ja noch hinten. Das darf ich nicht vergessen. Gehen auf Feuerschlag, der sollte gut Schaden machen. Auch gegen einen Dragoran. Oh ja. Ja, das wird jetzt bloß kritisch wegen dem ganzen Feuer oder im Schaden, ne? Dann gehen wir auf Feuerschlag. Und nochmal Feuerschlag. Der sollte reichen. Und jetzt kommt es auf die Feuer oben drauf an, ne? Boah, Groudon farmt Dragoran runter. Aber auch haarscharf knapp. Hallabalooza. Oha. Voll krass. Ja, Groudon mit Drachenhut ist auch böse. Das würde ich eigentlich auch noch gerne probieren. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr in den Tagen. Weil ja auch bald die neue Season losgeht. Übrigens nur noch 14 Abos zu den 700 Abos. Ihr seid krass, ihr seid super. Und das werden wir auch noch schaffen. Spätestens nächsten Monat rechne ich damit, dass wir die 700 Abos schaffen. So, Kampf beginnt, aber Kampf beginnt auch nicht. Scheinbar. Ah, das Proto-Growdon macht echt Spaß zu spielen. Und Abgrundsklinge ist so eine coole Attacke. Vom Aussehen her sieht es eigentlich mehr so wie so eine Gesteinsattacke aus, muss ich zugeben. Aber es ist halt eine Bodenattacke, die richtig Schwung hat. Besser als Erdbeben. Ist halt auch der Spezialmove von Groudon, wie jeder weiß. Somit hat Groudon zwei Legacy-Attacken. Und ich glaube, Kyogre hat nur eine. Warum hat eigentlich Groudon noch eine? Naja, egal. Hinterfragen wollen wir nicht. Wir gehen jetzt hier rein. Holen uns wieder Energie, was wichtig wird. Rüber. Ja. Nassstreif tut hier nicht weh. Okay, du kommst mit deinem eigenen Groudon. Das ist aber in Ordnung.
Könnte da Abgrundsklinge sein, ne? Ja, setzt auch ein, okay. Ist vollkommen in Ordnung. Stört mich überhaupt nicht. Ich ja jetzt hier mir trotzdem noch massig Energie holen kann. Ja, Groudon ist weg. Okay, du hast Kyogre. Doppelwasser ist am Start. Dann machen wir hier die Abgrundklinge. Eo. Naja, leider bist du hier effektiv. Ich weiß, Nassschweif ist nur, ne? Aber ich brauche Schaden drauf. Ja, das Problem ist, er wird drei Nassschweife kriegen, ne? Okay. Das ist jetzt wild. Kriege ich noch eine Abgrundsklinge hin? Nein, kriege ich nicht. Ich hätte Feuerschlag einsetzen müssen. Schade. Schade, schade. Ganz knapp. Ich hätte einen Feuerschlag einsetzen müssen. Aber hätte der gereicht? Ich glaube, knapp nicht. Ich bin mir aber echt unsicher. Schade. Schade, schade, schade. Na, da hätte ich in Pike hier anfangs gehen müssen. Gegen Palkia hatte ja nichts. Schade, schade. Wir gehen hier raus. Okay, das auch ein Proto. Gedönse. Okay. Gut ist, dass ich weiß, dass sie hier einsetzen muss. Feuerschlag wird schon fast reichen und dann kannst du runterfahren, das ist das Problem. Ja, schwierig. Schwierig, 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 wenn du hinten bist. Schade, ich dachte, ich kann was abfangen. Ja, du gehst wenigstens gleich auf Abgrundsklinge. Ich glaube, hier werde ich auch runterfahren. Wenn es jetzt noch eine ist, dann fahre mich runter. Perfekt. Ja, schlau, nicht zu schön. Ich gehe hier rüber. Das wird eine Drachenklaue sein. Ja, die macht nicht so viel. Ich muss mir echt überlegen, wie ich das jetzt noch mache. Feuerschlag kommt. Er wird nicht geschildert wahrscheinlich, nee.
Jetzt kommt ein Groudon rein wahrscheinlich. Nee, eine Fee. Ich schaffe hier die Abgrundsklinge. Aber wenn er die schildet, habe ich eh verloren. Und er schildet sie korrekt, ja. Ja, da kann ich hier nichts machen. Dann habe ich hier verloren, leider. Coole Teamkombi auf jeden Fall. Ja, so viel Energie brauchst du dir gar nicht holen. Wobei, es sei denn, wenn du Doppelstromstoß hast. Das ist natürlich die Frage der Fragen. Okay, du spielst Stromstoß. Ah, einer reicht auch schon. Der wäre natürlich Groudon jetzt da perfekt gewesen gegen, ne? Im Endeffekt. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Da hätte ich auch in Palkia hier gehen können. Dann wäre wahrscheinlich Seishin gekommen, das wäre mir aber egal gewesen. So, 22 Mirai Wonder. Okay, wieder Gyarados. So, wir können den Nashwife hier schön abfangen. Und locken dadurch was raus. Oder auch nicht. Knirscher müsste ich wegstecken, ne? Wir kriegen leider durch den Eisenschädel hin. Aber Schaden ist Schaden. Wir machen Feuerschlag. Nein. Und er überlebt das immer mit diesen kleinen Fitze-KP, ne? Aber egal, was reinkommt, wir können uns erstmal Energie holen. Okay, du bist Fee. Du bist Fee, das ist mir doch egal. Aber jetzt kommt die nächste Abgrundklinge. Und du schüttest wieder, okay. Da will irgendwas nicht Proto-Dingeskirchen sehen. Angriffssenko kriege ich natürlich rein. Okay, ich habe einmal zu viel ausgeholt. Aber Primarine sollte eigentlich weg sein, trotzdem. So, was kommt rein? Ich bin doof, ich hätte auch auf Feuerschlag gehen können, ne? Naja. Aber ich glaube, Abgrundsklinge macht dennoch mehr Schaden. Wir gehen rüber. Das sollte man eigentlich gewonnen haben. Lawine sollte man auch gut überstehen. Body Slam sowieso. Und der Nashwife richtet es jetzt. Ja, Abgrundsklinge abgeschwächt hat gegen Aktilas auch ganz schön viel Schaden gemacht. Die ist echt übel, die Attacke. Die ist echt strong. Wir gehen mit einem 3-2-2 nochmal raus. Sehr schön, positiv. Ein quabbeliges Schwabbelchen. Fangen wir uns.
Und morgen kommt Kyogre. Ja, gehen auf 2036 wieder. Und zwar soll es das für die Folge gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.